Döring und Simmen. Hallo, da sind wir wieder. Mit mir ist Dominik Simmen, Sänger, Musiker und angehender Psychologe. Ihr kennt ihn vielleicht aus Deutschland sucht den Superstar, aber sein Leben ist natürlich sehr viel breiter aufgestellt als das. Hauptberuflich macht er jetzt seinen Master in Psychologie. Genau. Und mir gegenüber im Internet sitzt Jens Söring. Genauso wie ich hat er früher angefangen, mit 19 Psychologie zu studieren, hat auch in der Band gespielt, hat viel Musik gemacht und ist dann aber für einen Doppelmord verurteilt worden und 33 Jahre lang ins Gefängnis gegangen. Und wir in dieser Serie haben wir uns ja letztes Mal schon ein bisschen ausgetauscht und es soll ein bisschen mehr ja um das Thema Resilienz gehen, Umgang mit schwierigen Lebenssituationen aus deiner Sicht und aus meiner Sicht. Ich meine, die sind total unterschiedlich und haben ganz andere Aspekte. Und heute wollten wir uns mit der Akzeptanz ein bisschen beschäftigen. Genau, denn das ist ja eine der 7 Säulen der Resilienz. Mit den 7 Säulen wurden ursprünglich 7 Eigenschaften gemeint, die resiliente Menschen besitzen. Und im Laufe der Zeit wurde dann der Gedanke entwickelt, dass man diese Eigenschaften in sich selber ausbauen und fördern kann, um resilienter zu werden. Und üblicherweise steigt man ein mit dem Gedanken der Akzeptanz. Im letzten Podcast haben wir uns darüber unterhalten, wie schwer es ist und wie schwer es sein kann, überhaupt dahin zu kommen, dass man sich mit der Akzeptanz seiner Situation befassen kann. Denn man geht durch so eine Art Phase durch, wo man erstmal die Situation leugnet, wütend wird, deprimiert sein kann. Und erst am Ende dieser Phase, eine Art Trauerphase, zur Akzeptanz kommt, wenn überhaupt. Denn nicht alle Menschen schaffen das, nicht? Und ich glaube, du in deiner Arbeit an der Uni hast ja auch manchmal zu tun mit Menschen, die tatsächlich nie so richtig zur Akzeptanz kommen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Akzeptanz spielt ja in jedem Leben irgendwo eine Rolle. Bei Menschen, die vielleicht nochmal psychische Störungen haben, vielleicht nochmal mehr, weil das natürlich gerade im Vergleich zu anderen Menschen vielleicht dann nochmal teilweise größere Herausforderungen sind im Alltag. Aber trotzdem müssen wir alle ja uns immer mit Akzeptanz beschäftigen. Also es fängt ja schon damit an, dass wir akzeptieren müssen, dass wir irgendwann mal sterben werden, beispielsweise. Oder dass wir akzeptieren müssen, dass wir mal krank werden. Oder dass wir nicht alles haben können, was wir wollen. Ne? Also das sind ja, ja, das fängt ja schon bei ganz kleinen Dingen an. In der Psychologie, ich weiß nicht, kennst du die Acceptance and Commitment Therapy? Tatsächlich nicht, nein, bitte, darüber würde ich mehr hören wollen. Ich glaube, das ist sicherlich überschneidend mit dem, was du machst. Es geht einfach darum, dass Akzeptanz eben ein zentraler Teil ist eines guten Lebens oder darin auch mit Sachen, die wir nun mal akzeptieren müssen, umzugehen. Und in dieser Acceptance and Commitment Therapy, also Akzeptanz- und Commitment-Therapie, geht es eben darum, naja, diese Akzeptanz vielleicht ein bisschen mehr zuzulassen und auch mit den negativen Seiten des Lebens ein bisschen besser umzugehen. Dass es eben nicht darum geht, dass das Leben ein Schlaraffenland ist, wo wir den ganzen Tag irgendwie nichts Böses uns widerfährt und wir mit keinen Hindernissen umgehen müssen, sondern eben, dass wir teilweise auch Sachen, die einfach auch scheiße sind, akzeptieren müssen. Ja, das gerade, genau. Gerade eben hast du mit dem als allererstes Thema angeschnitten, dass wir alle sterben müssen, nicht? Und ich musste da ein bisschen lachen, weil das in meinem Leben ganz am Anfang meines Erwachsenenlebens ein riesengroßes Thema war. Ich war ja 3 Jahre lang unter direkter Androhung der Todesstrafe, was dann doch eine ziemlich krasse Form des baldigen Sterbens ist. Aber auch damit musste ich mich auseinandersetzen und akzeptieren, dass diese Wahrscheinlichkeit, hohe Wahrscheinlichkeit bestand. Und da hat das bei mir tatsächlich angefangen. Dieser Gedanke, dass Akzeptanz, aber auch was man nicht akzeptieren darf, unterschieden werden muss. Das sind 2 unterschiedliche Dinge. Ich würde gerne mehr darüber wissen, du hast gerade eben Acceptance und Commitment Theory angesprochen. Worum geht es bei der Commitment? Das würde mich interessieren. Der zweite Teil. Den werden wir wahrscheinlich heute nicht im Detail besprechen, aber ich glaube auch unsere Zuhörer und Zuschauer würden gerne wissen, was ist denn der zweite Teil? Und darüber können wir vielleicht in der Zukunft mal reden.
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin kein Profi in dieser Theorie oder in dieser Therapieform. Allerdings, Commitment generell geht in der Therapie, würde ich sagen, darum, dass man ja, sich ganz darauf einlässt, ne? Dass man wirklich sich quasi einem Programm, einer Therapie oder muss gar nicht vielleicht in diesem therapeutischen Kontext sein, wirklich zu 100% darauf einlässt und wirklich auch überzeugt ist, quasi das durchzustehen vielleicht, auch wenn es mal schwer wird und auch Hindernisse, die zum Beispiel in der Therapie aufkommen können, durch ein hohes Commitment, durch eine hohe, ja, weiß ich nicht, was Ja, bedeutet das auf dass Englisch? man sich Kannst du darauf es mir? einlässt, genau, dass man sich darauf einlässt Ja. und es auch durchstehen will, auch wenn es schwierig wird. Das ist tatsächlich in meiner Arbeit als Coach immer auch etwas, was ich ganz am Anfang anspreche, dass so eine Zusammenarbeit über einen längeren Zeitraum stattfindet und dass man sich darauf einlassen muss, dass es auch schwierige Phasen gibt. Und gerade die schwierigen Phasen bedeuten ja meistens auch, dass man an den wichtigen Punkten arbeitet. Sonst wären sie ja nicht schwierig. So schöne Themen zu besprechen, das kriegen wir alle hin. Aber sich mit den schwierigen auseinanderzusetzen, hat ja auch was mit Acceptance, also mit Akzeptanz zu tun. Ich glaube ja auch, Commitment heißt ja auch so ein bisschen sich auf was einlassen und um Sachen akzeptieren zu können, müssen wir uns ja auch erstmal ein bisschen darauf einlassen, dass wir quasi diese Gegenstand haben, was ja auch ein bisschen vielleicht mit dem aus der letzten Folge quasi zusammenhängt, dass wir uns erstmal realisieren müssen, okay, ich habe jetzt diese Situation oder diese Krankheit oder was auch immer. Und erst wenn wir uns darauf richtig einlassen, können wir dann auch das Ganze akzeptieren und diesen Prozess beginnen, quasi damit umzugehen. Ja, ich muss dazu sagen, also in meinem Coaching, was natürlich basiert auf der Resilienzforschung, aber auch meine eigenen Erfahrungen mit einbringt, ja, sehe ich den Begriff Akzeptanz und das Thema Akzeptanz als besonders schwierig an. Denn da spielen auch die anderen Säulen der Resilienz mit ein. Sehr oft, wenn man einen Rückschlag erleidet, hört man ja dann von Freunden und Familienmitgliedern gute Ratschläge, die oft auf Akzeptanz hinauslaufen. Jetzt musst du das mal einsehen, dass du dies und das machen musst, ja, und dass die Lage so ist. Und unser soziales Netzwerk, unsere Familien und Freunde, haben in vielen Fällen auch eine Rolle dabei gespielt, dass wir in diese Situation überhaupt reingekommen sind. Und gerade in Familien kann es sein, dass andere Familienmitglieder aus ihren eigenen psychologischen Gründen ja, gar nicht so sehr daran interessiert sind, dass es uns besser geht, sondern es passt dann manchmal schon richtig gut, wenn es zum Beispiel dem einen Geschwister schlecht geht, dann stehe ich in der Familienstruktur besser da. Ja? Und ja, dann kommen schnell Ratschläge von anderen auf einen zu, dass man alles falsch gemacht hat und jetzt erstmal akzeptieren muss, dass man selber das schwarze Schaf ist oder irgendwie einen schlimmen Fehler begangen hat. Und deshalb finde ich Akzeptanz so schwierig. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein, was man akzeptiert. Das Paradebeispiel, was ich immer bringe aus meinem eigenen Leben, ist das Urteil gegen mich am 21. Juni 1990, wo ich zwei lebenslange Haftstrafen erhielt. Und der Richter hat angeordnet, ich sollte eine nach der anderen absitzen. Ja? Nett von ihm. Und was mir alle gesagt haben, ja, war, dass das würde bedeuten, ich würde im Gefängnis sterben. Und was ich dann mit meinen Coaching-Kunden dann sage zum Thema Akzeptanz, ist, ich musste akzeptieren, dass es dieses Urteil gibt, aber ich musste nicht akzeptieren, dass ich auch tatsächlich im Gefängnis sterben würde. Das war eine Schlussfolgerung aus der Tatsache des Urteils, aber das war keine fest abgemachte Sache. Daran konnte ich noch arbeiten. Und diesen Unterschied zu erkennen und sich nicht darauf einzulassen, was man vermeintlich akzeptieren muss,
den halte ich für sehr, sehr wichtig. Das kann genauso sein, wenn jemand zum Beispiel ein Studium abbricht. Ja? Dann muss man akzeptieren, ich werde jetzt keinen Abschluss haben. Aber dann hört man vielleicht von Freunden und Familienmitgliedern, jetzt wirst du nie einen vernünftigen Job haben und du wirst nie anständig Geld verdienen. Stimmt gar nicht. Ja? Der Fakt ist, du hast das Studium abgebrochen, aber die Konsequenz daraus, dass du nie einen vernünftigen Job haben wirst und nie anständig Geld verdienen wirst, die stimmt gar nicht. Das ist eine Schlussfolgerung und die musst du nicht akzeptieren. Und das ist, auf dieser Schiene arbeite ich sehr oft in meinen Coachings, vorsichtig mit diesem Gedanken der Akzeptanz umzugehen. Ich finde, das berührt auch wieder einen Punkt, den wir auch mal besprochen haben bezüglich des Stoizismus, wo es ja auch darum geht, zu erkennen ein bisschen, welche Sachen kann ich verändern und welche Sachen kann ich nicht verändern. Und die Sachen, die ich verändern kann, an denen kann ich auch sehr gerne arbeiten, an die kann ich alles reinlegen, dass ich die verändern kann. Aber es gibt nun mal Sachen im Leben, die man nicht verändern kann und da bringt es nichts, wie gegen eine Windmühle dann immer wieder anzugehen. Die müssen wir akzeptieren. Da gibt es zum Beispiel so ein Bild, das finde ich immer ganz treffend, von so einem Wagen, also so einem Wagen im mittelalterlichen Sinne, jetzt kein Ford oder Bentley, ja. Der quasi irgendwo durch die Gegend fährt, vielleicht irgendeine Landstraße oder irgendein Waldweg und da ist ein Hund dran gebunden mit einer Leine. Und wir sind quasi dieser Hund und man kann jetzt als Hund versuchen, irgendwie in eine andere Richtung zu laufen und immer wieder an der Leine zurückgezogen zu werden und sich verausgaben und immer wieder gegen ankämpfen. Oder man akzeptiert, dass dieser Wagen, an dem man nun mal jetzt gebunden ist, irgendwo hinfährt. Und man hat auch natürlich ein bisschen Freiheit, sich quasi an dieser Leine zu bewegen. Und ich kann links oder rechts vom Wagen laufen und ich kann die Gegend anschauen, wie ich möchte. Aber ich muss nur mal akzeptieren, dass dieser Wagen fährt und dass ich daran gebunden bin. Und wenn ich das aber akzeptiert habe, dann kann ich einfach daneben herlaufen, kann mir einen entspannten Tag machen, kann quasi einen kleinen Ausflug machen. Natürlich ist das ein bisschen vereinfacht und ein Klar. bisschen schön, aber manchmal hat mir das zumindest geholfen, in manchen Situationen festzustellen, okay, es bringt jetzt nichts, gegen diese Leine zu reißen, wenn ich das nicht verändern kann. Und deswegen fand ich das da auch manchmal sehr, sehr, sehr tröstend oder auf jeden Fall ein bisschen schön, wenn man das ein bisschen mit Bildern untermalen kann, die einem in manchen Situationen vielleicht helfen. Ja, also sehe ich ein und klar, also ist es ja, mit Bildern zu kommunizieren ist ja sowieso effektiver, das ist ein ganz anderes Thema, aber ein interessantes, auch aus psychologischer Sicht, warum wir mit Bildern viel besser arbeiten können als mit Worten. Aber für mich ist das natürlich schwierig, sowas zu hören. Denn ich war ja selber mal mit einer Leine gebunden an einen Wagen, mehr oder weniger. Und ich habe es halt nicht akzeptiert und habe 33 Jahre lang an dieser Leine gekaut, bis ich die Leine durchgekaut habe. Klar, das kann man nicht auf alle Situationen übertragen. Aber ich war ein sehr schwacher Mensch, als ich ins Gefängnis reingekommen bin. Ich war sehr jung, extrem unreif. Und trotzdem habe ich es geschafft. Hat lange gedauert, ja. Trotzdem habe ich es geschafft, mich da rauszukämpfen. Und das zeigt mir, oder ich interpretiere das so, dass selbst Menschen, wo die Voraussetzungen vielleicht nicht so ideal sind, Menschen, die schwach sind, so wie ich sehr, sehr schwach war damals, können es trotzdem schaffen, sich auch aus vermeintlich ausweglosen Situationen doch freizukämpfen. Das Unmögliche, der Bereich des Unmöglichen, was tatsächlich unmöglich ist, könnte vielleicht viel kleiner sein, als man denkt. Und ich bin da sehr, sehr vorsichtig, Sachen als unmöglich zu deklarieren. Da würde ich die Vorsicht reinbringen. Wenn man jetzt in die Praxis geht, wie unterscheide ich denn Sachen, die ich akzeptieren muss, von Sachen, die ich nicht akzeptieren muss? Also es ist dann ja nicht so einfach. Ab wann kann ich die Leine vom Wagen durchkauen und wann bin ich wirklich fest an sie gebunden? Das ändert sich, glaube ich, oder das hängt von Fall zu Fall ab. Ja, da kann man keine allgemeine Regel aufstellen.
Aber für mich war es halt so, du hast nie wirklich verloren, solange du immer wieder und wieder aufstehst, nachdem man dich niedergeschlagen hat. Nun habe ich mich im Gefängnis tatsächlich 33 Jahre lang kein einziges Mal prügeln müssen, was fast unvorstellbar ist und worauf ich wirklich eklig stolz bin. Aber gut, das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man selber mal im Gefängnis war, wie ungewöhnlich das ist. Aber für mich war das also, waren das diese, zum Beispiel diese verschiedenen Anträge, die ich gestellt habe. Ich glaube, es waren alles in allem 8 oder 9 Revisionen und Verfassungsklagen, 2 Anträge auf Unschuldserklärung, 14 Anträge auf Entlassung auf Bewährung und 2 Anträge auf Haftüberstellung. Nichts davon hat funktioniert. Nichts davon hat funktioniert. Trotzdem hat man mich am Ende rausgelassen, weil ich halt immer wieder nach jeder Ablehnung vom Boden aufgestanden bin und weitergemacht habe. Obwohl mir immer wieder und wieder Menschen gesagt haben, gib doch einfach auf, akzeptiere das mal. Der Staat Virginia ist einfach größer und stärker als du. Und die kannst du nicht besiegen. Und ja, also das stimmte nicht. Und wie man da den Unterschied erkennt, ja, es kommt halt drauf an, von Fall zu Fall ist das unterschiedlich. Aber es gibt ja auch Sachen, die du ja schon akzeptieren musstest. Also du sagst, okay, ein Urteil muss ich akzeptieren. Aber du musst ja Genau. beispielsweise auch akzeptieren, dass du viele Jahre im Gefängnis verloren hast, in Anführungsstrichen. Ich meine, Genau. du hast ja trotzdem gelebt, aber sie war nun mal nicht in Freiheit. Und Genau. wie gehst du denn damit um? Wie akzeptierst du das? Weil das ist ja nun mal auch Schmerz, der da ist. Genau. Also Verluste, darum haben wir beim letzten Mal gesprochen, Trauer und Verluste, ja, die muss man, vor allem auch diese Gefühle muss man zulassen. Ja. Bei mir ist das also auch so, dass ich akzeptieren muss, dass ich eben 33 sehr unglückliche Jahre verbracht habe. Ich habe sie gelebt, aber sie waren unglückliche Jahre. Und das muss ich akzeptieren. Die kann ich nicht zurückbringen. Was ich nicht akzeptieren muss, ist, dass der Rest meines Lebens jetzt zerstört ist und dass die Gesamtheit meines Lebens die Geschichte einer Katastrophe ist. Und deshalb mache ich ja diese Videos auch mit dir, nicht? Was mir sehr viel bedeutet, denn hier kann ich aus meiner Vergangenheit, die so schrecklich war, etwas rausziehen, was vielleicht andere Menschen inspiriert, die auch in schwierigen Lebenssituationen sind und vielleicht Hoffnung daraus ziehen. Ja, also wenn dieser dämliche Jens es geschafft hat, kann ich es vielleicht auch schaffen. Ich muss nicht aufgeben, ich kann weiterkämpfen. Ja, da basiert quasi meine Vision einer guten Zukunft darauf, dass ich über die verlorenen 33 Jahre spreche, statt sie zu verdrängen. Ja, Und vielleicht kann man das so sehen. Ich ja. könnte ja jetzt einfach so tun, als ob sie nie passiert wären und totschweigen. Tue ich nicht. Ich rede darüber, aber ich rede darüber in einer Art und Weise, von der ich hoffe, dass sie anderen Menschen Hoffnung spendet und inspiriert, vielleicht selber weiterzukämpfen und nicht aufzugeben. Das ist doch schön. Das ist doch vielleicht auch ein schöner Abschluss für die heutige Folge. Ich weiß nicht, hast du vielleicht noch irgendwas, was du noch gerne loswerden wolltest? Nicht so sehr. Mir fällt bei dem Thema Akzeptanz immer das auf Englisch nennt sich das Serenity Prayer ein. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, Der ist, okay. glaube ich, bei den anonymen Alkoholikern auch sehr beliebt. Gebe mir die Weisheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich akzeptieren muss, die zu ändern, die ich ändern kann und den Unterschied zu erkennen. Nicht? Ja. Ich habe diesen Spruch von meinen Mitgefangenen sehr oft gehört. Immer mit dem unterschwelligen Rat, jetzt hör doch mal auf, Zu gib kämpfen. nach, ordne dich ein, füge dich dem System ein,
Sag dem Bewährungsausschuss einfach, dass du es warst. Dann lassen sie dich vielleicht frei, wenn du es zugibst. Ja? Ja, und das habe ich nie getan. Und deshalb stößt das bei mir immer so auf, dieser Serenity Prayer, dieser Spruch. Akzeptanz ist wichtig. Vor allen Dingen ist es wichtig, Gefühle zu akzeptieren. Ja? Und natürlich auch Tatsachen, die man ganz und gar nicht ändern kann. Aber das Unmögliche ist sehr viel kleiner, sehr viel weniger, als man denken würde. Und ganz normale und auch sehr schwache Menschen wie ich, ja, können Unmögliches schaffen. Und das ist der Gedanke, den ich immer meinen Coaching-Kunden mitgebe. Sie können auch Unmögliches schaffen. Wir sind alle viel stärker, als wir glauben. Das ist mein starker Glaube. Wir sind alle viel stärker, als wir glauben, wenn wir es nur versuchen und nicht aufgeben und nicht aufgeben. Das ist so mein Gedanke zum Abschluss. Das ist doch schön. Jens, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Und ich? Ich auch. Dankeschön. Dankeschön und euch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.